Okay, so. Lieber Felix, es ist schon wieder der letzte Talk unseres Scaling Agile Tracks. Ich durfte dich ja nur zur Hälfte haben, aber immerhin zur Hälfte, nämlich den heutigen ganzen Tag. Worum geht's denn jetzt in unserem letzten Talk? Ich bin selbst gespannt. Der Urs wird uns etwas über Mission Command erzählen. Neue Ansätze, wie man skaliert, ohne sich jetzt irgendwie auf ausgetretenen Pfaden zu bewegen und einfach ein Framework by the book zu implementieren. Ich bin gespannt auf coole Impulse. Urs, it's your stage. Hi, ich bin Urs und ja, den Titel seht ihr. Ich möchte über Wirkung sprechen, über Wirkung im Großen und wie man mit Mission Command und OKR Alignment ins Unternehmen reinkriegt, wie man gute Abstimmung hinkriegt und gleichzeitig hohe Reaktionsfähigkeit bekommt. Ihr seht es, ich komme von IT Agile. Ich mache hier Dinge wie Führungsberatung, Managementberatung und den einen oder anderen Scrum-Kurs habe ich auch schon mal gegeben. Darum geht es heute nicht. Heute konzentrieren wir uns auf Führung. Also, fangen wir an. Einfache Frage: Was machen denn Führungskräfte eigentlich? Meine Antwort, inspiriert von Stephen Bunge, der ein großartiges Buch darüber geschrieben hat, sie machen drei Dinge: Lenken, verwalten und führen. Wir setzen eine Richtung als Führungskräfte. Wir finden die personellen und materiellen Ressourcen, um die Richtung auch zu verfolgen. Und wir sorgen dafür, dass wir deren Energie entfesseln. Das ist dann der tatsächliche Führungsteil. Um es ein bisschen konkreter zu machen, ihr kennt das. Wir bekommen einen Anruf, wir übernehmen irgendeine Aufgabe, es gibt irgendeine neue Herausforderung und wir nehmen uns die Sache an, verstehen, was los ist, was gemacht werden muss, damit das Ganze auch wirklich funktioniert. Da finden wir die richtigen Leute. Naja, und was passiert als nächstes? Der Plan wird missverstanden, die Umstände ändern sich, alle rennen durcheinander und dann sind wir nur noch am Umplanen, am Nachsteuern, wir müssen neue Leute finden. Wir müssen die motivieren, alles dauert länger, als wir es eigentlich haben wollten. Wollen wir nicht. Also kurz gesagt, es fehlt an Abstimmung, es fehlt an Reaktionsgeschwindigkeit und genau darüber möchte ich dann heute nachdenken. Aber lass uns vorne anfangen. Ist das denn eigentlich ein neues Problem? Nee, wenn ich schon so frage. Im Abstract, wer ihn gelesen hat, beziehe ich mich auf 1954, auf Peter Drucker, aber das Problem ist eigentlich ja noch viel, viel älter. Das Älteste, was ich zu der Frage gefunden habe, ist über 2000 Jahre alt. Das ist hier jetzt ein Auszug aus dem chinesischen Text, den der Fürst von Huanan hat schreiben lassen, seine Gelehrten, irgendwann 139 vor Christus. Da steht's halt genauso. Wenn Vorgesetzte und Untergebene gleichen Geistes sind und Wille und Energie gemeinsam handeln, dann herrscht Fülle. Und das Kapitel ist irgendwie überschrieben über den sicheren Sieg. Es geht also eigentlich um Staaten und Militär und Konzerne hatten sie damals noch nicht in China. Und entsprechend haben sich solche Gedanken auch weiter bewegt. Aber ja, ihr seid nicht hier, um meine Vorlesung über Militärphilosophie zu hören, von der Antike bis in die Neuzeit. Deswegen machen wir mal einen großen Sprung. Jena 1806. Der Mann in der Mitte, den habt ihr vielleicht schon mal gesehen, das ist Napoleon. Und der ist hier kurz davor, die entscheidende Schlacht im Vierten Koalitionskrieg zu kämpfen gegen Preußen und Sachsen. Im Geschichtsbuch steht das dann in Deutschland als Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt. Ja, die Kurzfassung: Napoleon hat den Preußen eins draufgegeben. Und zwar so sehr, dass in der Folge Berlin besetzt wird und Preußen für einige Jahre Frankreich unterworfen. Unterschiedlicher hätte wahrscheinlich auch die Rezeption da nicht ausfallen können. Ihr seht es hier links der preußische Eindruck, rechts der französische. Beide Seiten fragen sich hinterher: Wie konnte das geschehen? Was können wir daraus lernen? Und was sollen wir denn jetzt bitte mit der ganzen Misere machen? Und wer gestern Stefan Roch gehört hat über UDA als Handlungsmodell und IOI als Führungsmodell dazu, dem ist klar, schnelle Reaktion, das ist entscheidend dafür, um mit sich verändernden Situationen umgehen zu können. Und in Frankreich haben sie halt gesagt: Wir haben geniale Generäle, Zentralisierung, bessere Informationen für diese genialen Generäle, das ist das Gebot der Stunde. Während die Preußen auf der anderen Seite gesagt haben: Wir müssen gerade weg davon, unsere Generäle in den Mittelpunkt zu stellen, sondern wir müssen die Leute unabhängig voneinander, unabhängig von den Generälen zum Handeln bringen können. Und beide wollen das Gleiche. Beide wollen bessere Abstimmung und höhere Reaktionsgeschwindigkeit.
Wo die einen sagen, wir zentralisieren ganz stark dafür, die anderen sagen, wir dezentralisieren. Und unterschiedlicher hätten die Antworten kaum sein können. Und die Auswirkungen spüren wir bis heute. Wir haben zwei Führungsparadigmen, die weit auseinandergehen, um das gleiche Ziel zu erreichen. Naja, gucken wir uns mal an, was daraus geworden ist im Laufe der Zeit und jetzt dann demnächst auch mit Konzernen. Erstmal Zwischenfrage. Wie war denn das gleich? Wir wollen Abstimmung und Geschwindigkeit. Wir wollen schnelle Reaktionen in der dynamischen Umgebung. Wir haben Kräfte jenseits unserer Kontrolle. Wir haben irgendwas wie eine Umwelt. Wir haben ein Klima, wir haben die Konkurrenz. Oder Napoleon hat halt die Preußen haben ihren Napoleon, die unsere Pläne durchkreuzen und die unsere Entscheidungen erschweren. Und wir wollen trotzdem das Ganze auf ein gemeinsames Ziel verfolgen und möchten dabei noch, dass unsere Leute sich gegenseitig unterstützen, statt sich auf den Füßen rumzustellen. Wie kriegen wir das eigentlich hin? Ja, die naive Antwort ist, geht halt nicht. Kannst nicht alles haben. Und ich milde das ein bisschen ab, wenn ich mit meiner Tochter rede, der sage ich, du kannst zwar alles haben, aber nicht alles gleichzeitig. Ja, meine Tochter ist 2,5, was sagt sie dann? Ihr könnt es euch denken. Ich will aber, sagt sie. Gut. Und ehrlich gesagt unterscheiden sich da Kleinkinder mit 2,5 nicht so sehr von Managern oder Geschäftsführern. Wir wollen halt auch schnelle Entscheidungen und von hoher Qualität. Wir wollen die reibungslos vermitteln und wir wollen die schnell umgesetzt haben. Und das ist 200 Jahre her, dass sich Napoleon darüber Gedanken gemacht hat. Das ist 2000 Jahre her, dass sich die Chinesen darüber Gedanken gemacht haben. Eigentlich wollen wir alle das Gleiche. Wir wollen, dass unsere Ziele schnell umgesetzt werden und dass dabei nichts schief geht. So, und Napoleon war jetzt in der glücklichen Situation zu sagen, geht nicht, gibt's nicht. Machen wir trotzdem. Ich bin genial, ich bin gut abgestimmt mit mir selbst. Und wenn ich nur schnell genug an alle Informationen rankomme und die verarbeite, dann ist meine Reaktion und die Abstimmung dazu genauso gut und genauso schnell, wie ich nur diese Informationen zu meinen Offizieren und zu deren Soldaten zurückkriege. Ich muss also nur die ganze Sache gut zentralisieren und perfekten Informationsfluss zu mir gewährleisten. Und prima ist es. So, das ist seine Antwort. Also, wenn wir ja schon was gelernt haben, geht doch. Man kann gute Abstimmung und schnelle Reaktion kombinieren. Herrlich. Und wir haben auch gleich ein Muster gefunden, wie maximale Zentralisierung, maximale Transparenz, perfekter Informationsfluss. So, und das ist, nochmal Rückverweis auf Stefan, genau das, was uns der John Boyd auch sagt. Schnell reagieren und wenn wir nur schneller sind als die anderen, dann ist es super. So, hier ist unser erstes Muster. Was cool ist an dem Muster, es hilft immer. Und wir können es einfach in jede Struktur einbinden. Was nicht so cool ist an dem Muster, wir brauchen halt diese brillante Spitze. Und wenn die den Anschluss verliert, ist es doof. Und was nochmal nicht so cool ist, wir haben gar nicht so viele brillante Spitzen, nicht so viele Napoleons unter uns. Und selbst wenn wir sie hätten, auch die müssen halt irgendwann mal nach Elba, St. Helena oder sonst wohin. Und ihr kennt das, wenn ihr mal in einem hierarchisch geleiteten Unternehmen gearbeitet habt, am besten noch in einem inhabergeführten hierarchischen Unternehmen, dann wisst ihr, wie gut oder wie wenig gut das funktioniert und wie schnell sowas aus dem Takt geraten kann, wenn der eine Mensch dann mal fehlt. Heutzutage finden wir auch noch eine besondere Variante davon in Unternehmen, diese Option umzusetzen. Das ist dann die Rolle rückwärts. Der Laden war schon agil und nun sagen wir uns, das funktioniert alles nicht so. Wir haben jetzt das ein Jahr probiert, es ist klein angefangen, wir haben das vorangetrieben und die Organisation ausgerichtet und irgendwie hat es uns nicht gereicht. Es geht nicht schnell genug, es geht nicht flüssig genug, die Veränderung dauert zu lange. Irgendjemand sagt, früher war alles besser. Und dann finden wir noch irgendeine Veränderung in der Spitze und rabams, drehen wir alles wieder zurück, zentralisieren wieder und sorgen dafür, dass Entscheidungen möglichst zentral getroffen werden. Mal gucken, wenn wir es am Beispiel dieses Modell jetzt umsetzen wollten. Das Beispiel werden wir auch noch ein paar Mal brauchen. Nehmen wir mal unsere Firma IT Agile in der Corona-Pandemie. Das Beratungsgeschäft ist gerade eingebrochen. Wir dürfen nicht mehr zu unseren Kunden ins Haus.
Infrastruktur für Remote-Arbeit ist noch nicht so richtig da. Und wir sind auch alle völlig unklar darüber, übersteht die Wirtschaft das überhaupt? Was passiert jetzt? Erinnert euch 2 Jahre zurück, das war alles nicht herrlich. So, wie hätte Napoleons Lösung ausgesehen? Einfach. Jeden Abend kriegen unsere Geschäftsführer einen Bericht von allen Teilen des Unternehmens, was da passiert ist, haben 2,5 Gehilfen dabei, analysieren das nachts und geben spätestens am nächsten Morgen neue Order raus, wer was macht. Spoiler, haben wir nicht gemacht, haben wir anders gemacht. Lass uns mal gucken, wie. So, dazu gucken wir uns erstmal an, was denn die Preußen gemacht haben. Die haben halt auch erkannt, dass sie das Problem lösen müssen mit Abstimmung und Reaktion, aber wollten es anders lösen. Und was die sich gesagt haben, ist, wir brauchen mehr als nur gut und schnell. Eigentlich brauchen wir harmonisches Handeln und wir brauchen Autonomie im Denken. Und weil es heute cooler ist, alle Englisch zu reden, können wir das auch Alignment nennen. Und die Informationsflüsse sollen also nicht nur optimiert werden, wie Napoleon das vorhat, sondern am besten sind sie überflüssig. Und darüber haben die nachgedacht und sind zu was gekommen, was wir heute als Führen mit Auftrag kennen. Wer in der Bundeswehr war, der hat das vielleicht schon mal gehört. Auftragstaktik ist der saulaute Name dafür. Und das heißt in anderen Worten, anstatt ganz genaue Kommandos zu geben oder exakte Befehle, was passieren soll, bekommen die Untergebenen Aufträge. Das heißt, sie kriegen irgendwie ein Ziel gesetzt, sie kriegen Freiheitsgrade, wie sie da hinkommen, was sie frei entscheiden sollten. Sie kriegen vielleicht 2,5 Einschränkungen, eine Information zur Lage und dann geht's los. Und wenn ich das schon so sage, ihr hört das, das ist ein Riesenparadigmenwechsel. Und das geht nicht einfach mal so, sondern alle Beteiligten müssen irgendwie was dabei lernen, müssen neu denken. Bisher war der Ansatz, du kriegst von oben gesagt, was passiert und dann machst du es halt. Und jetzt plötzlich, huch, mitdenken? Was ist denn das? Unterscheidet sich dann vielleicht auch gar nicht so sehr von der letzten Transformation, die ihr mitgemacht habt. So, was brauchen wir also, damit das funktioniert? Wir brauchen plötzlich Leute, die kompetent sind, die Lage selbstständig zu erfassen und zu beurteilen und sagen können, wie sich jetzt wer verhalten sollte. Wir brauchen Klarheit darüber, was die Ziele sind, die hinter dem Auftrag stecken, damit man mich im Zweifelsfall so entscheiden kann, dass ich den Auftrag oder das Ziel trotzdem erreiche, auch wenn meine Annahmen hinfällig werden und ich damit autonom handeln kann und nicht nur schnell reagieren und wieder zurückrennen muss zu Napoleon. Und wir brauchen auch viel mehr noch als vorher ein Commitment auf das gemeinsame Ziel, den Willen, das auch wirklich umzusetzen. Denn wenn wir irgendwie allein plötzlich unterwegs sind und ohne ständige Rückbindung handeln, dann wird ja sonst auch nur in Chaos enden, wenn sich jetzt jeder seine Ziele selbst ausdenkt. So sieht's also aus. Und denkt mal zurück an unsere erste Slide. Lenken, verwalten, führen. Durch das Lenken setzen wir die Klarheit. Was und warum soll eigentlich als nächstes passieren? In welche Richtung geht's? Verwaltung. Wer soll die Sache angehen? Welche Fähigkeiten braucht es? Wie bilden wir die Leute aus? Führung. Wie kriegen wir alle überzeugt, dass das der richtige Weg ist? Und ihr Commitment auf das Ziel hin. Genau das Gleiche. So, damit haben wir dann das zweite Muster. Rabams. Führen mit Auftrag. Also, wir wollen Harmonie und Autonomie ermöglichen. Wir können damit cool mit Überraschungen umgehen. Wir brauchen aber mitdenkende Menschen auf der anderen Seite. Wenn ihr jetzt zugehört habt, die 2 Slides vorher, dann fragt ihr euch vielleicht, und was ist mit Verantwortungsübergabe? Wie kommt dieses Vertrauen zustande? Ist das jetzt irgendwas Besonderes? Und mal ehrlich betrachtet, nee, eigentlich das Vertrauen brauchen wir sowieso. Auch wenn ich irgendwem anders irgendwo einen Auftrag gebe, muss ich dem vertrauen können, dass es funktioniert. Dass er die richtigen Fähigkeiten hat, dass er das Gleiche will wie ich. Das unterscheidet sich gar nicht so sehr. Die Ausprägung ist hier ein bisschen anders. Soweit so abstrakt, lass uns mal gucken, wie das Ganze konkreter aussehen kann. Also, der Herr hier auf der rechten Seite, das ist trotz des Folientitels nicht Tom Cruise, von dem habe ich kein Bild gekriegt.
Das ist Helmut von Moltke, das ist einer der Generäle in Preußen, die sich das Ganze ausgedacht haben und stark vorangetrieben. Und ja, also wie sieht so ein Auftrag aus? Das ist die Frage. Wie können wir das Ganze am Beispiel illustrieren? Ein Auftrag hat erstmal eine Beschreibung der Situation, der Lage. Es muss klar sein, was unsere Absicht ist, unser übergreifendes, gemeines, allgemeines Ziel. Da muss natürlich der Auftrag klar sein, was wir dafür überhaupt zur Verfügung haben. Wir müssen herausstellen, das hat sich für mich erst in der Praxis wirklich gezeigt, welche Freiheitsgrade es gibt. Was für Dinge, die die Leute, die es machen, vielleicht annehmen, dürfen sie völlig frei entscheiden, obwohl das früher nicht so war. Was für Einschränkungen gibt es andererseits? Was dürfen sie nicht entscheiden? Und wie wollen wir uns weiter über diesen Auftrag austauschen? Also gibt es irgendwie eine Rückmeldung oder sowas, das alles. So, und ich sage Praxis, auch wenn wir bisher über Preußen gesprochen haben, das haben wir genau so in Unternehmen angewandt. Und das funktioniert auch ziemlich, ziemlich exakt so. Und klar, wie ich schon dachte, es verkauft sich alles auf Englisch besser. Wir nennen das Ganze dann nicht Auftragstaktik oder Führen mit Auftrag. Wir nennen das Ganze Mission Command. Klingt schnittiger, Idee ist die gleiche. So, jetzt aber zum Beispiel. Wir bleiben mal bei der Corona-Pandemie. Unser Beratungsgeschäft bricht ein, Lebensfähigkeit des Unternehmens steht in Frage. Und ja, wir brauchen irgendwie Geld, um die Gelder zu bezahlen. Und ja, blöd ist, unser Sales-Modell kann das nicht abbilden. Wir haben uns halt total darauf verlassen, dass Leute uns anrufen und sagen, hey, wir brauchen Beratung, wir brauchen eine Schulung, irgend sowas. Und das passiert jetzt einfach nicht mehr. Also, was ist die Absicht? Die oberste Ebene unserer Geschäftsführung möchte, dass die Firma überlebt. Und die haben jetzt eine Gruppe an Krisenmanagern eingesetzt. Das ist dann mehr oder weniger unser Chef. Die möchten, dass wir mit geringen Kosten genug verdienen. Geben uns dafür ein paar Freiheitsgrade mit in die Sales-Gruppe. Ihr seid nicht mehr in unser Portfolio gebunden, also verkauft, was auch immer sinnvoll ist. Arbeitet mit allem, was wir können und haben. Wir haben niemanden an irgendwas gebunden. Alle Rollen, die wir nicht brauchen, um hier das Überleben zu sichern, sind gerade auch auf Pause. Und ihr könnt gerne auch persönliche Befindlichkeiten im Maßen ignorieren. Und da steckt jetzt noch was Besonderes drin an diesen Freiheitsgraden. Wir können alles benutzen, was wir können und haben. Das heißt, wir hatten in dem Moment freie Disposition über die nachgelagerten Kollegen, für die wir halt irgendwie Einsätze planen. Das ist für IT Agile nicht normal gewesen, das ist was Besonderes. Aber das ist auch was Typisches hier in Mission Command. Das geht halt nur so weit. Umso näher wir an die Umsetzungsebene kommen, umso eher arbeiten wir mit konkreten Anweisungen. Ich kann das durchkaskadieren bis auf die niedrigste Ebene, aber ich muss nicht. Und das hängt halt davon ab, wen ich habe, wen ich um mich habe und was gerade meine Situation ist. Und wenn wir irgendjemanden hier mit Führungserfahrung aus der Bundeswehr dabei haben, wird das bestätigen, umso näher wir ans Geschehen können, umso eher wird wieder mit Befehlen gearbeitet. So. Zum Schluss haben wir noch Beschränkungen unten drunter, maximal 4 Personen in Sales und es gibt keine größeren finanziellen Investitionen. Was da im Hintergrund hervorleuchtet übrigens, ist unser Arbeitsblatt, um sowas auszuarbeiten. Wenn ihr das haben möchtet, schreibt mir gerne eine Mail, dann schicke ich es euch zu. So, aber was ist denn jetzt? Jetzt wissen wir zwar, was die Situation ist und was man von uns möchte und was wir dürfen und was wir nicht dürfen, aber irgendwie klafft dann hier immer noch eine Lücke zwischen der Absicht unseres Chefs und dem Handeln in der Sales-Gruppe andererseits. So, was passiert? Und die Antwort ist jetzt, wir, die wir den Auftrag empfangen, wir gestalten jetzt, wie das Ganze funktioniert. Also wir sagen erstens, was ist unser Ziel? Was möchten wir? Und wir haben uns halt gedacht, wenn jeder Kollege mindestens sein Gehalt erwirtschaftet, dann sollte es ja zwangsläufig passen, auch alle Gelder zu bezahlen. Und was machen wir dazu? Was ist der Schwerpunkt unseres Handels jetzt für das nächste Vierteljahr, für das nächste halbe Jahr? Wir setzen auf unsere persönlichen Kontakte, bauen die weiter aus, finden die neuen Bedürfnisse raus und bieten ihnen alles an, was wir lernen können. Also ganz viel auf Persönlichkeit und die Situation setzen. Wir fragen uns also, um das Ganze wieder auf die übergreifende Ebene zu heben, wie sieht das Ziel aus? Was können wir tun, um das Ziel zu erreichen? Und welche dieser Optionen trägt am meisten? Und daraus kriegen wir dann einen Schwerpunkt. Einen Schwerpunkt, auf den wir uns insgesamt als Gruppe fokussieren. Klar können wir auch andere Dinge tun, aber wenn wir irgendwas dazu beitragen können, diesen Schwerpunkt voranzubringen, dann konzentrieren wir uns darauf. So. Und damit ist jetzt klar, was die Absicht ist. Ist klar, was wir tun. Damit haben wir
Alignment. Und weil wir halt nur diese Absicht verfolgen, sind wir auch innerhalb der Sales-Gruppe ohne weitere Rückmeldung reaktionsfähig. Aber bevor wir jetzt loslaufen, sollten wir noch eins mehr tun. Wir sollten das nochmal gegenchecken. Dazu haben wir im Mission Command die Idee eines Backbriefing. Also wir kriegen von oben unser Briefing, das ist unser Auftrag, das ist die Absicht, die wir verfolgen. Und unten drunter melde ich dann nochmal zurück, was habe ich verstanden, welches Ziel strebe ich an, was für einen Schwerpunkt verfolge ich jetzt eigentlich. Und weil typischerweise so ein Ziel auch größer ist als nur eine Gruppe, kann unser Auftraggeber, unser Chef, Geschäftsführung, wer auch immer es ist, dann aus der Menge der Backbriefings, die Sie hören, sagen, reicht das eigentlich, um ein übergreifendes Ziel zu erreichen? Oder muss ich hier nochmal nachsteuern? Das ist also für die nochmal ein erster Kontrollmechanismus, bevor dann jeder unabhängig voneinander losläuft. Und damit es dann auch wirklich klappt mit dem unabhängig voneinander loslaufen, brauchen wir noch eins mehr. Wir brauchen gemeinsames Bewusstsein. Also wir brauchen ein Gefühl dafür, was die anderen wohl tun werden in einer bestimmten Situation, um das eigene Handeln zum Stand anpassen zu können. Umso besser das klappt, umso mehr können wir uns einfach aufeinander verlassen, umso besser können wir zusammenarbeiten, umso mehr können wir schnell und mit schnell reagieren auf sich verändernde Situationen. Das ist dann halt der Punkt, der es über gute Abstimmung hinausbringt und wirklich zu Harmonie führt. Nachher kommen auch noch ein paar Ideen, wie man das erreicht. Lassen wir es erstmal dabei. Also, Mission Command zusammengefasst. Wir haben eine klare Absicht, wir setzen unseren Schwerpunkt und durch das gemeinsame Bewusstsein wird ein autonomes Handeln möglich. Das ist, in den Worten von Stephen Bungay nochmal, gelenkter Opportunismus. In dem Sinne, dass wir halt ermöglichen, auf sich bietende Chancen schnell einzugehen, ohne ewig zu brauchen, die Chance bis dahin verstrichen ist. Und ja, wir brauchen noch eine Investition. In anderen Worten, wir brauchen Arbeit, damit so eine Veränderung wirklich funktioniert. Falls ihr David McKays Buch Turn the Ship Around gelesen habt, auf Deutsch Reißt das Ruder rum, er beschreibt ganz viele Mechanismen, wie man genau diese Dinge besser hinkriegt. Cooles Buch, schaut mal rein. So, das ist das eine. Andererseits stehen wir aber jetzt irgendwann, wenn wir ein bisschen vorspulen, Mitte des letzten Jahrhunderts immer noch da und das durchschnittliche Unternehmen wird sehr hierarchisch und mit sehr, sehr, sehr eng geführt. Und ja, Mitte des Jahrhunderts, 54, Ort der Handlung, New York City. Der Herr hier rechts im Bild, das ist Peter Ferdinand Drucker. Drucker ursprünglich, also ist in Wien geboren, ist in die USA ausgewandert, ist Ökonom und Politikwissenschaftler und hat an der New York University über Konzerne und Management geforscht. Und Management damals ist halt total stark geprägt von Taylors Ideen. Der Manager ist der erfahrenste Mann im Raum. Der kennt die Prozesse am allerbesten. Der sagt, wer was wann zu tun hat, damit es richtig gut läuft. Anderen Worten, das ist immer noch die Napoleon-Idee. Dem einen Menschen alles geben, was er braucht, um gute Entscheidungen zu treffen. Und der Drucker, der hat jetzt eine Bombe dabei. Mitarbeiter sollen ihre Arbeit selbst gestalten können und der Manager setzt nur die Ziele. Entscheidungen sollten auf dem niedrigsten möglichen Level getroffen werden, aber trotzdem so, dass sie alle Ziele weiterhin berücksichtigen. Und natürlich gehört da noch ein bisschen mehr zu, aber diese Idee, Entscheidungen weit runterzugeben und dabei aber übergreifende Ziele zu haben, die trägt halt bis heute. Er nennt das Management by Objectives. Und damit ist er vermutlich der Erste, der diese Idee Auftrag, führen durch Auftrag, Mission Command ins Management überträgt. Und jetzt hört ihr Objectives und denkt natürlich sofort, da war doch was. Genau, das war. Diese Idee mit den Objectives, die schnappt sich der Herr mittig im Bild. Das ist Andy Grove, der war viele Jahre in höchsten Rollen bei Intel unterwegs. Erst als Präsident, dann als CEO, später als Aufsichtsratsvorsitzender. Und der sagt, na, Objectives sind schön und gut, aber ich möchte das Ganze ja auch messen können. Dazu gibt er jedem Objective-Metriken mit, die nennt er Key Results. Und so kommen wir dann
zu etwas, was der Grove noch Intel Management by Objectives, Intel MBO nannte, aber was dann langfristig zu Objectives and Key Results werden wird. Der Haken aber, auch in der Intel-Variante, diese Objectives and Key Results bei Intel sind immer noch sehr, sehr lange geplant. Also wir sprechen hier immer noch über Jahresziele. Die sind typischerweise geheim. Das heißt, jeder Manager hat seine eigenen und sie sind immer noch individuell. So, dass der Abstimmung teilweise sogar eher im Weg steht, weil man es halt nicht weiß, woran arbeiten die anderen Leute. Jedenfalls, wenn es keiner anspricht. So, was steht da eigentlich wirklich hinter? Das heißt, Alignment wird dadurch noch nicht perfektioniert, sagen wir zumindest mal. Es braucht für Abstimmungen mit anderen immer noch den Dialog mit dem übergreifenden Manager. Wir sind also irgendwie erst auf halber Strecke zwischen Mission Command und Napoleon. Und dann kommt der Herr hier rechts im Bild dazu. Das ist John Doerr, der bei Intel gearbeitet hat und dann diese Idee, die er da hatte, mitgenommen hat und bei Google populär gemacht. Ist dann 99 als Venture Capitalist dabei gewesen. Und der sagt, ja, eigentlich dauert es alles zu lange. Wir machen das Ganze mal kurzfristig mit offenen Zielen und nicht mehr individualisiert, sondern für ganze Gruppen. Und da kommen wir dann bei der Idee an, die wir heute als Objectives and Key Results kennen. Wobei da natürlich noch mehr gehört als nur ein paar Metriken und die Ziele, sondern da gehört halt noch ein ganzer Prozess dazu, wie diese Dinge zustande kommen. Da haben wir auch einen Retrospektivprozess für die Prozessverbesserung. Da haben wir einen Review-Prozess, um die Objectives dann wirklich und ihre Erreichung wirklich zu überprüfen. Also einen stetigen Zyklus. Das heißt, OKRs betonen diesen Abstimmungsaspekt sehr, sehr hoch, ermöglichen auch schnelle Reaktionen, aber nicht ganz so sehr, wie es das pure Mission Command machen würde. Und jetzt haben wir glücklicherweise schon unser drittes Muster. Fokus von OKRs, Strategie und Umsetzung abstimmen, die Ziele klar und transparent machen, damit sehr datengetrieben arbeiten. Andererseits kann es aber sein bei OKRs, dass wir sehr opportunistisch arbeiten. Das heißt, während wir zwar Ziele haben und an jedem dieser Ziele Metriken dranhängen, ermutigen wir unsere Mitarbeiter damit aber auch, sich nur darauf zu fokussieren. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand mal Unterstützung braucht, dann würde ich mich halt als Mitarbeiter damit entscheiden, unterstütze ich den? Hilft diese Unterstützung meinen OKRs? Wenn nicht, dann vielleicht nicht. In dem Sinne bin ich halt opportunistisch. Auf der Haben-Seite, ich kann alles mit real existierenden Daten abmessen, ist das nicht wunderbar. Also wir kriegen harten Fokus rein, wir kriegen harte Klarheit, aber wir kriegen auch möglicherweise sehr harte Konflikte. Auch dazu nochmal ein Beispiel. Wir haben gleiche Situation wie vorhin, das Corona-Szenario. Auf Unternehmensebene ist das Objective einfach. Die Firma überlebt. Das heißt, wir können jeden Monat 100% der Gehälter und Rechnungen bezahlen. Wir reduzieren unsere Kosten für Interna massiv um 50% und wir holen jetzt für das Quartal mindestens 25% der Mitarbeiter zurück aus der Kurzarbeit. Wie könnte das dann runtergebrochen auf die Sales-Gruppe aussehen? Wir sagen, unser Objective ist, unser Angebot passt zur Situation der Kunden. Wir wollen die Billable Hours erhöhen, wir wollen den Umsatz erhöhen, wollen Einsätze nicht auslaufen lassen, sondern Folgeaufträge gewinnen und wir wollen die passenden Produkte anbieten für die Top-Teil-Probleme unserer Produkte. Und ein paar Dinge, die ich hier hervorheben möchte. Ihr seht, dass das fast alles relative Metriken sind. Also wir wollen irgendwas um x Prozent erhöhen oder senken. Es ist alles messbar und wir können halt jederzeit den Fortschritt daran sehen. Wie steht es im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt im Vorquartal oder im Nachquartal oder auch eben den Mangel an Fortschritt. Und können damit prima nachsteuern. Und, jetzt seht ihr auch, da gibt es vielleicht einen Unterschied in der Qualität. Das eine Objective oben drüber, das ist nicht verhandelbar. Also die Firma überlebt, Punkt. Das wird passieren sozusagen. Das ist committed, das Ziel. Da können wir nichts dran machen. Das ist verpflichtend. Das untere Angebot passt zur Situation der Kunden und wie genau wir jetzt damit mit den Billable Hours, mit dem Umsatz umgehen, das wird sich zeigen. Also das ist möglicherweise deutlich zu hoch gesteckt.
Das ist auch was, was man bei Objectives und Key Results gut machen kann. Sehr, sehr stretchige Goals strecken, setzen und damit gucken, wie weit geht's wirklich. Also 70%, das ist ja immer diese Daumenregel der Google-Leute. 70% für so aspirative Ziele ist ein guter Wert. Das ist dann eben, was wir in dem Sales Objective gemacht haben. So, also wir haben zwei Varianten, um das Ganze zu machen, plus eine, wie wir das Ganze in der Hierarchie abbilden, dass wir also hohe, gute Abstimmung und schnelle Reaktionen kriegen. Die Napoleon-Variante, den großen Menschen an der Spitze zu haben, kann man machen. Hat aber das Problem, dass die großen Menschen schwer zu kriegen sind. Ich bin 2 Meter groß, glaub mir, ich bin damit ziemlich allein, also geht nicht einfach so. Und trotzdem hören wir immer wieder von irgendwelchen Rockstar-CEOs. Ich weiß, das ist vermutlich nicht zufällig, sondern hat noch ein paar philosophische Hintergründe. Ich glaube nicht, dass es die ideale Lösung ist, wenn wir das Ganze langfristig tragfähig hinkriegen wollen. Bleiben also okay, auch im Mission Command. Die genügen beide unserem Ziel guter Abstimmung und schneller Reaktion. OKR geht mehr noch in Richtung der Abstimmung, dadurch, dass wir diese Objectives miteinander verknüpfen, die Key Results miteinander aufeinander abstimmen, dass alles immer messbar ist und wir wissen, wie ist die Lage wo. Mission Command geht durch die hohe Autonomie stärker in Richtung schneller Reaktion, sodass möglicherweise die Abstimmung schwieriger wird. Das sind einfach verschiedene Prioritäten, die ich in der Ausprägung von meinem Prozess setzen kann. Je nachdem, welches Problem ich eher habe, wähle ich halt das eine oder das andere. Wenn Reaktionsgeschwindigkeit super ist, OKR. Wenn Abstimmung kein Problem ist, Mission Command. Man sucht sich halt jeweils das Problem aus, das man gelöst haben möchte. Und das Problem, das man noch zusätzlich lösen möchte. Wenn wir es nochmal nebeneinander stellen, unser Ziel erreichen sie beide. Unterschiedlicher Fokus, unterschiedliche Investitionsschwerpunkte und beide funktionieren besser, wenn wir dynamische Teams haben. Das ist ziemlich cool. Mein Beispiel war jetzt stark entlang der bestehenden Struktur gebaut. Aber wenn ich tatsächlich sage, wir haben hier ein Ziel, das wir erreichen wollen, nennen wir es Objective oder nennen wir es Auftrag und wir gucken dann aus der Gesamtheit unserer Kollegen, sind denn die richtigen Menschen, um das zu machen und verteilen dann, sodass wir für diese wichtigsten Dinge, die getan werden sollen, die richtigen Leute dabei haben, dann kriegt das Ganze noch mal ein bisschen extra Pfiff. In der Praxis ist OKR populärer als Mission Command, weil es prozessorientierter ist. Wir in Unternehmen einfach gut darin sind, Prozesse zu adaptieren und zu implementieren bei uns. Das macht es halt für uns einfacher. Gibt mehr Anhalt, gibt mehr Orientierung. Lassen sich auch leichter Zertifikate und Beratung zu verkaufen. Mission Command, nicht ganz so sehr. Trotzdem cooles System und auch in der Praxis cool einzusetzen. Zum Schluss habe ich euch versprochen, gibt es ein paar Werkzeuge anstelle eines Fazits, also Tools for Agile Companies. Wir brauchen in so einem Werkzeug eine Idee, wie das große Ganze eigentlich aussieht. Mission Command macht das durch die Absicht der Chefs, OKR macht das durch die Objectives der Abteilung, aber wenn ihr irgendwie daran arbeitet, euer Unternehmen agiler zu kriegen, macht das klar. Was steckt eigentlich dahinter, dass wir irgendwelche Dinge machen, dass wir die Dinge nicht machen? Vermittelt das klar. Wir wollen Transparenz über die Lage herstellen. Mission Command macht das über Situationsbeschreibung und Backbriefing. OKRs machen das jederzeit durch Key Results. Auch beide. Wir wollen dezentrale Entscheidungen ermöglichen. Mission Command ganz klar durch den Auftrag und das selbstgesteckte Ziel, den selbstgesteckten Schwerpunkt und dann die Reaktionsfähigkeit. OKRs dadurch, dass wir innerhalb dieser Key Results uns unsere Ziele dann oder unsere Tätigkeiten selbst aussuchen, aber nicht so stark, wie es Mission Command mitbringt. Ein cooles Ding, auch wenn das jetzt erstmal überhaupt nicht agil klingt, ist auch auf geteilte Modelle und standardisierte Vorgehensweisen zu wechseln. Das heißt, damit wir wissen, wie sich jemand anders verhält
muss ich wissen, was hat der im Kopf und wie geht er in der typischen Situation oder auch in der untypischen Situation? Wie reagiert dieser Mensch auf Überraschung? Umso besser ich das weiß, umso besser ich weiß, wie meine Kollegen ticken, umso mehr kann ich einfach sinnvoll und autonom mit ihnen zusammenarbeiten, ohne dass ich die Harmonie dabei gefährde. Das ist halt der letzte Punkt dann, Ausnahmen erlauben. Wenn ich einfach nur alles vorschreibe, dann bin ich wieder ganz dicht bei Napoleon. Wollen wir nicht, wir haben coolere Optionen mittlerweile. Heißt aber auch, wir brauchen Vertrauen. Vertrauen kriege ich hin über langfristige Zusammenarbeit, über Stress, über gemeinsame Emotionen. Dadurch, dass ich Zuverlässigkeit und Nähe zu den anderen Leuten spüre. Und das geht halt nur, wenn wir irgendwie im Team zusammenarbeiten und uns tatsächlich auch klar machen, wir haben hier ein gemeinsames Ziel, an dem wir arbeiten. So greift dann das mit dem Überblick in das große Ganze auch wieder da unten mit rein. Ja. Und das ist das. Also, zwei Muster, wie wir Agilität im Großen hinkriegen, ohne uns jetzt fest an ein Framework zu binden, wie wir leicht mit Skalierung anfangen können und uns dann nach und nach voranarbeiten, ausgehend von Strategie, ausgehend von den Ideen der Führung, ohne die zu vernachlässigen, trotzdem agilen Ideen folgen und unter der Voraussetzung von ein bisschen Disziplin. Vielen Dank. Danke, Urs. Wir haben jetzt hier ein paar Fragen reinbekommen. Ein paar Kommentare und Fragen gingen um die napoleonische Armee. Da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein. Da müssen wir uns mal ein bisschen beschäftigen mit der Literatur darüber. Es gibt ja eine Frage zu Mission Command Prozess. Wie kann sowas aussehen? Also wie habt ihr das ganz konkret dann gelebt? Wie habt ihr das zum Leben erweckt bei euch? Ja, also bei uns intern dadurch, dass wir halt dieses Ziel tatsächlich runterkaskadiert haben. Das war das Beispiel, das wir gerade hatten. Die Geschäftsführung hat gesagt, das und das ist uns wichtig. Liebe Leute, die ihr euch jetzt mit der Corona-Krise beschäftigt, wie werdet ihr damit umgehen? Wie kriegt ihr das hin? Und die haben sich dann halt an uns in der Sales-Gruppe gewandt und gesagt, was machen wir dafür? Und so haben wir das zurückgespielt. Bei Kunden sieht das ganz ähnlich aus. Ich habe jetzt leider kein Kundenbeispiel mitbringen können, weil man daran erkannt hätte, welches Unternehmen es ist. Das wollten die nicht so gern. Freigabeschwierigkeiten. Aber ich habe mich mit dem Vorstand getroffen. Der Vorstand hat gesagt, das ist das, was uns fürs nächste Jahr besonders wichtig ist. Fürs nächste halbe Jahr war es besonders wichtig ist. Wir haben diese zwei Ziele, die wir angehen und aus der und der Lage motiviert, haben dann haben das ausformuliert, haben gesagt, was dürfte eine Gruppe, die daran arbeitet, frei entscheiden? Was darf sie auf keinen Fall frei entscheiden oder braucht zumindest deutliche Rücksprache? Und dann sind sie damit vor die versammelte Mannschaft getreten und haben gefragt, wer möchte an diesem Ziel mitarbeiten? Maximal können wir, was weiß ich, was es war, 7 Leute damit reinnehmen, 10 Leute damit reinnehmen, haben die Meldungen genommen, haben eine Gruppe, haben dann einen gesagt, du wirst diese Gruppe zusammenstellen aus diesen vorhandenen Meldungen, einen Mitarbeiter, den sie vorher schon identifiziert hatten. Der hat sich sein Team daraus zusammengestellt und ist dann los und hat das Ganze angefangen umzusetzen, mit denen also das erarbeitet, wie sie das Ganze angehen wollen. Zurückgemeldet an den Vorstand einmal noch. Vorstand hat gesagt, okay, go. Und dann haben die ziemlich autonom daran gearbeitet. Und das haben die in dem Unternehmen jetzt 2-mal in Folge gemacht. Das zweite läuft noch. Und so ein Zyklus ist dann typischerweise ein halbes Jahr, ein Quartal oder kürzer? Ich würde es so kurz wie möglich machen, also ähnlich wie OKRs auch auf ein Quartal zielen. Man kann es auch länger machen, wenn man sich leisten kann, ohne das Feedback lange zu leben. Aber lieber taktisches kleines Vorgehen. Dann gab es jetzt noch eine Frage zur Einordnung von Mission Command und OKRs. Und zwar, warum bei OKR Nachteil Umgang mit laufender Arbeit? Man könnte doch ein Objective mit den, Key Results Service Qualität NPS definieren und dies so einfach integrieren. Also klar. Meine Absicht bei OKRs und bei Mission Command auch ist ja, dass ich die übergreifenden Ziele des Unternehmens verfolge und besonders hoch priorisiere. Und wenn ich jetzt als Objective einfach etwas habe wie macht halt den Stiefel, der sowieso gemacht wird, bedient einfach das Tagesgeschäft weiter, dann laufe ich Gefahr, dass ich mich darin verrenne und das einfach weiter passiert und diese Dinge, die mir eigentlich wichtig sind, nicht weit genug herausgehoben werden.
Deswegen sehe ich da eine Herausforderung für die meisten Unternehmen. Das zeigt sich auch in der Beratungspraxis so. Es gibt halt immer noch ganz viele Dinge, die jetzt gerade sowieso laufen, die da nicht ihren Platz drin finden. Und damit muss man irgendwie umgehen lernen. Okay, also herzlichen Dank, Urs.